Jo, moin, herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanälen, die da drei Stück wären, die ich euch einfach mal hier zeige und sage, was oder euch erzähle, halt trailermäßig, was denn hier so abgeht bei mir. Und ja, ich switche hier mal um. Kleine Inception. Und zwar mein Fun and Tech Channel. Hier behandle ich halt so Themen wie, ne, PC-Krempel, halt so alles so Technikgefrissel, so Anleitungen und ne, wie man zum Beispiel alte Spiele gut auf den neuen Rechner, auch mit dem richtigen Seitenverhältnis zum Laufen kriegt. Hier zum Beispiel im Falle DG Voodoo 2, dass das Seitenverhältnis passt und das nicht verboten aussieht, weil es in die Breite gezogen wird. Ne. Wie man, gibt hier ein nettes Tool, wie man die Windows Firewall deutlich effektiver macht und mehr Kontrolle hat. Dann habe ich hier einen alten Rechner, den habe ich hier mal. Ah, nicht richtig, das kommt noch, das habe ich noch vor. Der steht ja auch hinter mir. Ich switch noch mal eben. Da steht er. Dort. Ja. Verkehrte Seite. Da. Und jo, ich switch wieder zurück. Ja, alles sowas halt. Und dann habe ich noch mein Gaming-Kanal, ja, es ist halt, ne, weiß man, was los ist, ne? Rennspiele, Ballerspiele und dann wann wird mir irgendwas angezockt hier. Ich habe hier gerade GTA 5 laufen gerade zur Zeit und Need for Speed spiele ich ganz viel und ja. Und dann wäre da noch natürlich mein Hi-Fi Experience. Das war so meine erste Passion hier auf YouTube bezüglich Musik und Hi-Fi. Oder Hi-Fi, wie auch immer, aber eigentlich heißt es ja Hi-Fi, Hi-Fi-Lit-D, ne? Was mich halt irgendwann mal genervt hat, war schon vor einigen Jahren der Loudness War. Soundqualitätstechnisch, wie es Speaker Shocker da jetzt letztens auch mal was drüber gebracht. Da kommt das auch endlich mal irgendwie an, ne? Da ist es schon gleich eines der ersten Videos hier. Ich packe das mal in die Videobeschreibung. Definitiv empfehlenswert. Nicht unbedingt perfekt, aber großartig kritisieren will ich an dem Video auch nichts. Und ja, ich switch mal eben wieder zurück hier. Normalerweise benutze ich den jetzt nicht, den Browser hier, den Internet Explorer. Ich mache den jetzt auch wieder ab dafür hier und mache den aus meiner Firewall raus, weil ich brauche den Krempel nicht. Das war jetzt nur mal eben spontan für dieses Trailer-Video. Benutze normalerweise den Firefox oder halt auch Chromium. Und jo, das soll es auch schon gewesen sein, weil sonst wird es echt zu lange. Das reicht hier 3 Minuten jetzt als Trailer. Und ja, viel Spaß auf meinen YouTube-Kanälen. Was euch gefällt, liken. Was euch nicht gefällt, bitte konstruktive Kritik in die Kommentare da. Ja. Entsprechend Dislikes ist natürlich dann auch genehmigt. Ansonsten gehen sie mir am Hintern vorbei, ja, ganz einfach, weil das hat einfach keinen Sinn. Und ja, abonnieren dürft ihr natürlich auch gerne, wenn ihr immer gerne sofort informiert wollen werdet, da, wenn ich mal was Neues wieder mal hochgepackt habe, ich irgendwas gezeigt habe, dies und das. Und ja, wenn ihr selber Videos produziert, gucke ich natürlich auch gerne bei euch mal vorbei. Das ist gar kein Thema, ich gucke gerne auch Videos. Ne? Und jo, alles klar. Dann bis dann. Tschüssing.